Hallöchen! Herzlich willkommen! Ich bin wieder da. Hier ist wieder der gute alte Hellcrib. Und zwar wieder mal zum wöchentlichen Kartenchaos. Wir haben nur noch 80 Gold, das ist echt traurig. Und nein, wir müssen ein Deck erstellen. Was ist denn jetzt los? Da hatten wir aber ewig nicht mehr. All-Star-Team! Spinnen und Portale hatten ihre Chance. Jetzt schickt ihr euren Favoriten ins Rennen. Wählt eine Karte für euer Deck aus und ihr erhaltet 22 Kopien davon sowie 8 zufällige Klassenkarten. Okay. Das heißt, eine Imba-Karte, die am besten alles kaputt macht. Gut, was braucht man da am besten? Ist eine sehr gute Frage. Irgendwas, was, wenn man eine Kreatur ausspielt, stärker wird, wäre eigentlich ganz cool. Oder halt, weiß nicht, was der Krieger, ob der Krieger uns da irgendwas Tolles hat. Oder Paladin. Ja, was hat denn der Paladin Schönes? Was könnte man denen denn für eine Karte reinhauen? Oh, das stimmt. Das hier ist auch noch eine tolle Karte. Siegel des Champions. Das muss ich noch irgendwann in ein Deck einbauen. Ach, der nächste Drache, den ihr ausspielt, kostet 2 weniger. Ach, cool. Guck mal, Drachengefährte. Nett. Es ist die Frage, ob es der mir bringt. Oh, Elfenbeinspringer ist natürlich auch eine coole Karte. Heilt euren Helden um dessen Kosten. Ja, warum eigentlich nicht? Allerdings immer 6 Mana, ne? Ja, das ist, ich glaube, das wird nichts werden. Das könnte in die Hose gehen. Entdeckt einen Diener dieser +1/+1. Nee, ich muss irgendwas nehmen, was sich gegenseitig so dermaßen aufpusht am besten. Das wäre richtig cool. Ansonsten probiere ich das gleich erstmal so mit dem, aber an sich sind da schon ganz nette Geschichten bei. Irgendwas, was Dienern noch irgendwie was dazu gibt oder so. Ja, nee, der nicht. Das ist natürlich jetzt echt eine schwierige Kiste. Was nehmen wir denn da mal? Gut, jetzt sind wir eh schon bei 3 Mana. Oh, guck mal, wir sind 1-1. Da habe ich ganz viele 1-1er. Ist auch lustig. Na gut, dann habe ich 20 Milliarden 1-1er. Was soll ich damit? Was soll ich mit 20 Milliarden 1-1ern? Naxxramas-Schemen. Ach komm, wir probieren das mal mit Naxxramas-Schemen. Ist doch alle Wurst hier. Ah. Die pushen sich ja alle so ein bisschen auf. Ich hätte noch irgendwas nehmen sollen, wo man eine Karte ziehen kann oder so. Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht gewesen. Ucha gegen ja, mal gucken. Ich glaube, irgendwann... Ich glaube, ich muss es mal irgendwann anders probieren. So, hier dreimal die. Das ist... ich möchte natürlich 8 andere... Ich möchte natürlich auch noch ein paar Zufallskarten auf der Hand haben. Nicht nur die Naxxramas-Schemen. Aha! Tyrion! Naja, euer Dümmer. Dinas dürfte ihr mit einem... Okay. Erstmal schöne Grüße. Dann hier, zack. So. Das war jetzt ein bisschen doof. Was? Komm dann drüber. Ach, guck mal. Siehste. Ja, sowas ist doch auch pfiffig. Sowas ist doch auch pfiffig. Ja, hallo. Hallo. Ja, das ist ja eigentlich auch ziemlich schlau. Murloc Gezeitenufer ist ja schon eine coole Karte dafür. Ich weiß nur nicht, warum man mit dem schon angegriffen hat. Aber soll mir recht sein. Na, eigentlich nicht. Macht er doch ziemlich viel Schaden. Der macht mich jetzt innerhalb von einer Runde kaputt. Sehr geil. Ich probiere aber dann noch was anderes aus. Allerdings mit diesem Springer hätte ich gegen das Deck hier eh keine Chance. Ja. Okay, jetzt bin ich eh schon gleich tot. Okay, das ist echt eine ziemlich krasse Taktik. Das ist eine ziemlich coole Taktik. Ja, ich glaube, ich gehe lieber auf Zerstörung. Fände ich lustiger. Lieber irgendwie was kaputt machen. Ja, komm hier, jetzt hab dich mal so. Spiel nicht nochmal hier irgendwas raus.
Nee, gut. Jetzt wissen wir schon mal, dass das überhaupt nicht funktioniert. Ist auch, hätte ich ihm ja auch irgendwie, ja, weiß nicht. So. Hier, irgendwas einfallen, zwei Schaden zufügen. Da gibt's auch was Schönes, ne? Wo haben wir das Ganze denn? Da, Weihe. Das will ich haben. So, mal gucken. Außer wir treffen jetzt auf irgendeinen Gegner, der genau das gleiche kann, dann hat sich das eh erledigt. Mal gucken. Aber wenn jetzt da so ein paar Murlocs kommen, dann bin ich... Guta gegen Gul'dan. Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Ruf zwei Weltlinge herbei, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Na toll. Ja, komm. Wir gucken mal, was da noch kommt. Vernichtet alle Diener außer auf jeder Seite, außer den Diener mit dem höchsten Angriff. Hier erstmal schöne Grüße. Ich grüße euch. Oh, coole Kiste. Gottesschild um plus 3. Ja, geil. Dann können wir gleich schon mal ganz episch hier loslegen. So, der holt sich jetzt auch Murlocs oder was holt der sich? Okay, ich habe noch nicht erraten, welches seine Megakarte ist, die er immer hat. Ob das die Giftschlange ist oder diese andere oder überhaupt eine von den beiden oder gar keine davon. Ja, ich habe keinen Drachen auf Anruf, soll ich den hernehmen? So. Ich bin sehr gespannt. Ich bin echt sehr gespannt, was seine Karten sind, aber ich glaube, es ist nicht. Hier kommt der Flieger. Aha, okay. Okay, das ist wohl seine Karte. Boing. Das ist natürlich auch doof mit der blöden Gabel jetzt. Ach, naja, was soll's. Egal. Braucht ihr etwas? Hä? Wieso hat er denn so viele verschiedene Karten? Okay, ich glaube, die Gabel ist das, was er mehrfach hat. Na, super. Na super, das klingt ja jetzt erstmal ziemlich geil. Wir machen trotzdem erstmal ein bisschen Schaden hier. Wir machen einfach Damage, das passt schon. Jetzt kommt die spitze Gabel, das war klar. Wir sind die Schwerter. Der hat ja alle seine 8 verschiedenen Karten hier irgendwie auf. Na toll. Super. Das wird auch schon wieder nichts. Wie soll ich denn das schon wieder jetzt hier rumreißen? Melde mich zum Dienst. So, hier, zack. Bing. Ah, das verliere ich doch auch schon wieder locker. Auch wenn das Deck hier mit der komischen spitzen Gabel ziemlich unsinnig ist. Weil ich weiß ganz ehrlich nicht, was er damit machen will. Okay. Der ist echt ziemlich cool hier. Der ist echt ziemlich gut. Ja, es ist gewonnen. Ach komm, Mann. Kann ja wohl nicht wahr sein. Hat er alle seine Superkarten? Komm, nochmal. Menno. Also es ist auf jeden Fall ratsam, eigentlich eine schnelle Karte zu nehmen. Aber ich möchte, dass es auch damit geht. Ist jetzt nicht die optimale Lösung, ich weiß. Das wäre wahrscheinlich echt mit dem Murloc, wenn ich den hätte. Ich glaube, den habe ich aber leider Uta nicht. Gegen Uta. Jetzt sag nicht, der hat dieselbe Taktik. Das fände ich ja ziemlich toll. Das Licht gehorcht mir. Das fände ich ja richtig geil. Wenn der genau denselben Kack hat wie ich. Na, ja, mal gucken. Kann ja noch was kommen. So, Weihe. Was haben wir hier? Eure Witze ruft ein Murloc 1-1 herbei. Oh, geil. Episch. Epische Karte. Ah, okay. Pass auf. Warte mal. Aha! Ja, nee. Nein! Ich bin doch nicht bekloppt, ey, ganz ehrlich. Ich mach den doch nicht stark. Toll, super. Das, die Karte bringt es mir jetzt natürlich echt extrem. Extremly hier. Mega extremly. So, jetzt kriegen wir erstmal schon mal Fett auf den Sack. Das ist schon mal schön. Aber in der nächsten Runde kann ich die erstmal alle wegballern. Dann sollen sie meinetwegen da machen, was sie wollen. Dann kriegen sie erstmal ein bisschen Damage auf den Poppes.
Und danach kann er nicht mehr viel machen, weil dann habe ich ihn kaputt gemacht. Jo. Kann er gerne einmal mir ein bisschen Schaden reinballern, aber das war's dann auch. Jo, danke und tschüss. Sorry, Kumpelchens, aber ihr geht jetzt nach Hause. Auf euch habe ich echt keinen Bock jetzt. Nö. Warum auch? Warum sollte ich? Tja, und jetzt? Was tun? Was tun? Da dat. Da dat da da dat. Melde mich zum Dienst. Ui, jetzt geht er aber richtig ab hier. Jetzt geht er richtig ab hier. Wenn euer Held Schaden erleidet, wird dem feindlichen Helden nehmen, so viel Schaden zugefügt. Ja. Gut, das einzige Doofe ist jetzt echt, dass hier. Na komm, bumm. Mann, so. Voll episch! Habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet, dass er diese Karte hat. Na gut, es hätte auch das Geheimnis sein können mit dem plus 3, plus 2, aber nee, glaube ich nicht. Ui. So, jetzt leg mal los, Kumpane, hier. Jetzt geht's richtig ab bei dir. Ja, sicher? Sicher, dass du das tun willst? Ich weiß ja nicht. Oh, komm hier, Auge im Auge, spielen wir auch schon mal raus. Wenn wir schon das Mana dafür haben, dann ist das ja jetzt nicht so dramatisch. Hallo. Möchtest du das ernsthaft noch weiter probieren, Kollege? Das wird doch nichts mehr. Ganz ehrlich. Jetzt kann ich auch noch meinem Diener plus 1 plus 2 verleihen. Bam. Dann wird der nächste Runde mit 2 Angriff über dich herfallen. Ich freue mich schon. Ich freue mich. Kann ich mich selber angreifen, um den zu schaden? Ja. Was? Was soll das denn? Nee. Das finde ich jetzt nicht so geil. So. Wir gehen da erstmal drauf. Ganz fett drauf. Wenn er meinen Helden angreift, dann kriegt er selber nochmal 5 Schaden. Das soll mir auch halbwegs recht sein. Ja, dass der kommt, ist ja nun klar. Oh. Not so nice. Not so nice. Kacke. Nicht Haltbarkeit. Nicht Haltbarkeit, sehr uncool. Jetzt macht er mir ja richtig Damage hier. Ja, komm her, zack, bumm. So. Ach, ich kann. Eigentlich ist ja auch egal, ob ich einen Murloc herbeirufe oder einen Rekruten der silbernen Hand, aber. Ja. Im Endeffekt lieber so als anders. Wir machen das so. Bumm. Und so. Wir müssen ja ein bisschen auf Zeit spielen. Also nicht auf Zeit spielen, sondern uns doch beeilen, weil ich möchte nicht, dass der mit seiner komischen Lanze hier mich kaputt macht, bevor ich ihn getötet habe. Ja. Mal sehen, was er da jetzt noch hat. Gleich kommt hier irgendwas mit 6 Schaden oder so. Oder 3 Schaden. Ach nee, okay, nur so ein billiger Murloc. Okay. Der kann mir gestohlen bleiben. So. Bumm. Ja, wir machen das so. Wir machen das so. Das wären dann 4, 18. Ja, wenn er es jetzt nicht schafft, mich umzubringen, dann ist er nicht so gut eh tot. Das ist dann original. Okay. Gut gespielt, Kumpel. Das war's aber leider für dich. Ich werde dich jetzt von dieser Welt fegen. So. Ding, ding, ding. Ja. Haben wir auch mal gewonnen. Ausnahmsweise. Ja, das ist jetzt halt, ne? Gut, gegen dieses Murloc-Deck ist es halt echt der perfekte Konter, muss man halt so sagen. Aber so an sich, ist es trotzdem schwierig. So, hier. Der böse Wolf wieder.
Doch diese großen Augen bergen ein grauenhaftes Geheimnis. Ich nehme mal den Magier, weil damit haben wir ja es noch nicht probiert. Letzte Folge haben wir uns ja vergeblich mit dem Krieger rumgeschlagen. Und der Krieger hatte nicht so die unbedingt die mega... Oh, guck mal hier, Inspiration, Zauberschaden plus 1. Bams, voll episch. Ja, Verwandlung, verwandelt Diener in Schafe ist eigentlich auch völlig unsinnig in diesem Deck jetzt. Habe ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht, da nochmal extra neues Deck zu basteln. Guck mal hier, das nächste Geheimnis, was aufspielt hier. Das sowas ist geil. So, wir legen erstmal los. Ich liebe es, das Publikum mit einzubeziehen. Lauft, kleiner Gast, lauft! Den heben wir uns auf. Den könnte ich später vielleicht noch gut brauchen. Mal gucken. Mal gucken. Genau, zum Beispiel für sowas. Für einen Feuerball ist der, glaube ich, ziemlich praktisch. So, was kommt jetzt? Ich hau einfach noch keine Diener raus, weil... Wie? Was? Die sind tatsächlich sogar 2-3? Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Das ist ja frech. Das ist ja ganz frech hier. Und ja, machen wir mal so. Dann können wir den Flammenschürer gleich rausholen und dann frieren wir die alle ein da drüben. Aber Zauber kosten eins weniger. Das ist natürlich auch nett. Ping. 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 Auf deine Diener. Sieh, wie sie von mir zurückweichen. Ja, da weicht nix. Und vor allem du nicht. Bing, bing. So, gucke mal. Haben wir doch schon mal ein bisschen was. Ja, ist ja schön. Entspann dich mal. So, Kollege. Jetzt geht's nämlich los hier. Also, jetzt müssen wir mal gucken hier. Wir haben 5 Mana über. Ja, das müssen wir mit Inspiration machen. Ich diene dem Feuer. Probieren wir das doch einfach mal. Bing, bing. Sehr schön. Sehr schön. Das ist auch halbwegs verkraftbar. Haha, was für ein Schauspiel. Sogar besser als der Oger, den wir letzte Woche auf der Bühne rumgescheucht haben. Oh, nicht die großen bösen Clown. Nicht gut. Nein. Ja, jetzt kommt noch so ein blöder Raptor. Ja, super. Das ist natürlich echt genial. Oh, das ist natürlich jetzt super cool. Wir haben viele Geheimnisse. Boing. Und dann machen wir... Ja, den hier kaputt. Geht ja nicht anders. Geht ja nicht anders. Feuerball heben wir uns auf noch. Was soll das denn jetzt werden hier? Okay. Also er geht privat auf mich. Mal eine kleine Privatfehde mit mir. Okay. Dann weiß ich ja Bescheid. Das ist jetzt ganz frech. Ich hoffe, ich kriege da irgendwas Tolles. Okay. Ja. Zack. Und dann... Ja, müssen wir mal so machen. Bing, 3-3. Haha. So, damit können wir gleich ein bisschen... Oh nein, jetzt kommen die großen bösen Clown und dann wird mein Elite-Arkanist hier wahrscheinlich vernichtet. Nein, wird er nicht. Okay. Wir leben noch. Wir haben noch Chancen. Vielleicht. Okay, hier mit seinen blöden... Warte mal, lass mal rechnen. 1, 2, 3. An sich haben wir ja genügend. Ist Macht und ich weiß ganz schön viel. So, den machen wir erstmal kaputt hier. Dann wird der eingefroren. Dong, dong. Dann wird da ein draufgeballert, da ein draufgeballert. Und dann 7 Schaden. Nee, da hebe ich noch eine Runde auf. Ich hoffe einfach mal, dass er den nicht kaputt macht. Oh, voll cool. Ja. Ja. Freunde, jetzt geht's los.
Ich glaube, wir können diesen großen, bösen Wolf so langsam vernichten. So, warte mal. Sollte auch eigentlich ganz entspannt gehen, ne? Hier, zack. Und halt, nö, wir machen das. Wir machen das ganz entspannt. So. Zack, zack. Und dann noch das Ding. Haben wir alles verspielt. Ja, geil. Haben wir auch geschafft hier. Und nun zum großen Finale. Großmütterchen. Ja, süß. Okay, Arkanriese ist auch eine ziemlich geile Karte. Für irgendein Deck mit vielen Zaubern. Also zum Beispiel Magier. So, zufälligerweise. Ganz zufälligerweise natürlich nur. Wir nehmen uns mal die Kartenpackung und schauen da rein, was wir haben. Wir haben hier. Und gewöhnlich. Oh, eine Eisenschnabeleule in Gold. Das ist ja nett. Walkspitze. Okay. Macht der Wildnis. Ja, Adlerhornbogen habe ich mittlerweile auch schon 20 Mal. Na, aber an sich eine coole Karte. Ja, dann war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder und schauen uns mal an, was wir so noch machen können. Ich wünsche euch einen schönen Tag und macht es gut. Ciao. Boah, geil. Episch. Epische Karte. Ah, okay. Pass auf. Warte mal. Aha. Ja, nee. Willst... Oh, nein.